So, ich habe Thunfisch mariniert, aber nur ganz simpel. Zitrone, Salz und Pfeffer vor 2 Stunden. Mhm. Eine Stunde genügt auch, aber ich habe es vor 2 Stunden gemacht. Und jetzt, das Ganze gibt ein Thunfisch-Gulasch. Ich habe die Zwiebel schon ein bisschen angeschwitzt. Und jetzt kommt Paprika, grüner und roter Paprika. Herrlich. Und ein bisschen Knoblauch. Ich mag Knoblauch, aber nicht zu viel. Mhm. Also eher so als Gewürz und nicht so, dass man nachher... Aber das ist ja Geschmackssache. Ich weiß nicht, mögen Sie Knoblauch? Im Urlaub sehr, ja. Aber es kommt ja auch ganz drauf an, ob man die ganzen Zehen reintut, ob man eine ganze Knolle reintut oder ob man ihn klein geschnitten hat. Also schmeckt es ja immer anders. Es gibt auch Gerichte, wo man auch viel reintun kann und die dürfen auch richtig nach Knoblauch schmecken. Aber bei anderen deckt er dann zu viel zu. Und da, also hier ist jetzt noch so ein kleines bisschen Olivenöl. Und hier finde ich, soll es nicht zudecken. Es soll ja noch nach Thunfisch und nach den ganzen Gemüse schmecken. Ist ein unglaublich einfaches, schnelles, unkompliziertes, wunderbar schmeckendes Gericht. Da muss man auch vorsichtig sein. Pepperoni, also, ohne Kerne? Ja, aber die ist ziemlich scharf. Darf es scharf sein, ein bisschen? Ich tue nicht alles rein. Aber ich glaube, das wird nicht so viel sein. Also das ist natürlich reine Geschmackssache. Der eine, der hat es gern unglaublich scharf, der andere, wie man. So. Eigentlich alles fast schon zur gleichen Zeit. Ich tue so ein klein bisschen, lasse ich es anschwitzen. Das so, duftet schon, ne? Tomaten geschält, entkernt. Dieselbe Menge ungefähr. Ja. Auch das ist natürlich eine Sache. Wenn man möchte, dass es mehr Tomaten schmeckt, mehr Tomaten oder mehr Paprika. Ist halt schön, auch mit dem Grün und dem Rot. Wunderbar. Ne? So. Und jetzt kommen noch die Kartoffeln rein. Ah, die kommen gleich. Kommen auch, aber als letztes. Mhm. Auch da wieder lasse ich das so einen Augenblick anschmoren. Im Grunde kann man die jetzt schon dazu tun. Und das muss jetzt allerdings so... Bisschen einköcheln. 10, 12 Minuten muss das jetzt köcheln, ist ja klar. Und als Flüssigkeit, jetzt kommt noch ein bisschen milde Paprika. Kann man ruhig ein bisschen mehr geben, die ist ja mild. Und jetzt kommt Wein. Da darf ich Sie nehmen, ja auch Wein für Ihr Gericht. Nachher. Ja. Ein Schweizer Fondant. Oh, sehr gut. Da kommt jetzt so ein Glas rein. So, und das jetzt köchelt jetzt so sanft vor sich hin. Ich stelle die Uhr 13 Minuten. Wobei das natürlich nicht auf die Minute ankommt. Nein, aber man kann ja zwischendrin probieren, wie weit das ist. Aber die Kartoffeln brauchen wir sicherlich. Halt. So. Ja. So. Die Kartoffeln brauchen schon ihre Zeit. Ja. Ich muss das kommt dann Deckel drauf? Nein. Nein, so. Kocht so ein, köchelt so ein. Ach, das sieht schon herrlich aus. Da, also, und man weiß doch, kann man jetzt schon sagen, dass das gut schmecken wird. Herrlich. Es gibt so Sachen. Zwiebeln sind nicht dran. Nein. Doch. Die hatte ich ja schon ein bisschen vorgeschmort. Die waren ja die ersten. Und da kommt jetzt dann zum Schluss, ist dann nur noch 2-3 Minuten, ganz kurz, der Fisch. Ne? Ja, wunderbar. Dann können wir, aber wenn wir hier schon Wein reingegossen haben, wollen wir doch einen Schluck trinken. Bevor ich überhaupt gearbeitet habe, das ist kühn. Küchenwein muss sein. Es ist auch der Fondant. Der gleiche, den wir ins Essen getan haben, nur mit dem Unterschied, dass ich den schön gekühlt habe. Ein Soleil de Sierre. Ein herrlicher Wein. Schweizer Wein, blumiger, trockener und süffiger Wein. Empfehlung als Aperitif zu Käse und Fisch. Na bitte, habe ich nicht gelesen, aber passt doch alles. Sie machen was mit Käse, ich mache was mit Fisch. Also, auf gutes Gelingen. Ja. Schön. Fein. Leicht, schön gekühlt. So. Fein. Gut. Das ist ein Schweizer Gericht. Das ist von einem guten Freund von uns, Georgie, ein Allerweltsgenie, der unter anderem auch ein Restaurant kurzfristig hat, ist Georgies Käseteller. Aha.
Und ein bisschen Küchenpapier ist ja, hier. Ja, geht immer am besten, finde ich, zum Einbuttern. Ja. Also es sind eine feuerfeste Form oder zwei, beziehungsweise weil es jeweils immer für eine Portion Person, ist. Ja. Kann ich das einfach da so ein bisschen mehr abnehmen? Da kann man es immer am besten verschmieren mit. Ich habe das Kochbuch gesehen, das Sie mit Maria Becker rausgebracht haben. Das ist sehr witzig und köstlich. Das ist ganz liebevoll gemacht mit den Zeichnungen. Da ist das ja auch drin, ne? Das ist auch drin. Sehr, sehr liebevoll gemacht, sehr schön. Ja, das ist ganz lustig entstanden. Also da war eine Party und wir, eine Geburtstagsparty. Und es waren viele Leute da, über 30 Leute in Zürich, wo die Maria lebt. Und da haben wir gekocht beide. Ah. Und da habe ich eine Zucchini-Cremesuppe gemacht vor ihrem Fleisch, ihren Braten im Brotteig. So, Moment, jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt kommt zuerst jeweils eine Scheibe Schinken rein. Das ist nämlich der Witz der Chose, dass das Brot da oben drauf kommt, weil das dann mit Wein voll sich vollzieht. Das ist aber sehr originell. Zunächst sieht das ja aus wie so ein Schinken-Käse-Toast. Aber ja, nee, das hat eben damit gar nichts zu tun. Soll ich Ihnen helfen? Das ein bisschen, ich wollte es nicht. So, die Stärke ist eigentlich ist das richtig. So? Die ist gut. Ganz dünn, ne? Also ja, so. Naja, und da haben wir beide gekocht und da war eine Verlegerin und die hat gesagt, warum macht ihr beide zusammen nicht eigentlich ein Kochbuch? Ach. Und man muss natürlich, was ich mich ja immer fasziniert, so. Das schon als sie bei mir im Boulevard waren, davon erzählt haben, Maria Becker ist ja die Ex-Frau ihres Mannes. Das ist es ja eben. Und die Verlegerin hat natürlich ein bisschen gedacht, die beiden jetzt, wir sind eine Großfamilie, wir verstehen uns so gut. Ja, das nicht? Haben sie damals schon erzählt. Und das fand die jetzt besonders interessant. Ja. Noch dazu ist es natürlich für die Schweizer Verlegerin auch interessant, weil sie dachte, das kann ich in der Schweiz dann gut verkaufen. Über Maria über Becker, Maria die ist Becker. Dort ein Star. Und in Deutschland. Über sie, das sind sie jetzt dann. Naja, und dann haben wir uns zusammengesetzt. So, also jetzt kommt hier, wird das schön geträumt. Beträufelt. Na, also da haben wir doch den richtigen Wein hier. Ein Schweizer Dieses Gericht. Brot ist natürlich viel besser als ein langweiliges Toastbrot. Ja, das ja. Ist ja. Wirklich fabelhaft. Das ist viel so, schöner. Das darf sich richtig schön voll. Aha. Ein kleines Stück von mir dazu. Wunderbar. Ein Schweizer so. Rezept mit einem Fondant. Ja. So, jetzt habe ich hier gerieben ein Gruyère, Appenzeller und Emmentaler. Ah, ah. Und das je nach Hunger. Also wir haben in dem Kochbuch habe ich geschrieben 50 Gramm von jedem, aber das ist also 150 Gramm ist fast zu ist viel. Ist ein bisschen Milch. Also ich mache das so nach dem Gefühl. Ja. Schön. Es ist auch eigentlich. Also wenn es kalt ist draußen und so. Ja. Kann man aber auch im Sommer mit das ja, es schmeckt aber einfach. Aber es hat wirklich eine Schweizer. Qualität mit so viel Käse. Aber der Georgie eben, unser lieber Georgie, hat sich das überlegt eben mit diesem Brot und dem Wein. Und das ist einfach so gut. Eigentlich sind das ja sozusagen sehr klassische Grundzutaten, nicht? Brot, Wein, Käse, Schinken, wie Ei. Käsefondue. Alles. Ich rühre nur mal ein bisschen um hier. Aber das ist, geht wunderbar. Mach's aber auf so kleiner Flamme machst du das ein bisschen. Nein, ich hab's gerade, es war zu so, klein. Moment. Ich mach's größer. Das. Sonst werden die Kartoffeln nicht klar. Ne? Jetzt muss ich mal schauen. Nehme ich mal hier so ein. Gut. Also jetzt ist der Käse. Ah, das muss schon ein bisschen Dann höher. Nehme ich eine Gabel, die sind glaube ich hier. Hier, nicht? Ja. Da kommt schon ein Duft drüber. Ja. Das war ein bisschen zu niedrig vorher, denn dann werden die Kartoffeln nicht gar, da muss man schon ein bisschen. Da kommt jetzt pro Portion ein Ei. Ein Ei. Jetzt mache ich das mal so, dann verteilt sich das am besten. Auch ein bisschen, Paprika. Salz, ein bisschen Pfeffer drüber, aber nicht zu viel. Das ist weißer. Salz, ja, braucht man wahrscheinlich nicht, weil Nein, weil der Käse ist ja sehr resistent. Ja. Sie wohnen ja mit ihrer Tochter, also ihr Mann, die Tochter, der Mann der Tochter und der kleine Sohn, der Enkel. Der Enkelsohn. Die wohnen alle unter einem Dach. Ja, zur Zeit, weil die suchen verzweifelt in München. Ach so. Suchen die verzweifelt
eine Wohnung, aber das ist in München ja nicht sehr leicht. Nee, nee, das ist stimmt. Und sind vorläufig, da wir so viel weg sind. Ja, Sie drehen ja immer noch ich viel. Ich habe so viel Theatertourneen gemacht. Und Ihr Mann ist ja Regisseur, macht der auch noch viel? Ja, er schreibt und inszeniert und jetzt im September Muskatnuss. Ja. Ich liebe Muskatnuss. Frische muss sie aber sein. Ich habe mir aus Indonesien welche viele mitgebracht und jetzt habe ich ein Traumschiff gemacht in Sri Lanka. Da habe ich meinen Muskatnuss-Vorrat wieder aufgefüllt. Haben Sie da auch Sachen, lokale Sachen gegessen? Tun Sie das, wenn Sie da unterwegs sind? Ja, natürlich. Ja, ja. Sri Lanka-Essen ist sensationell. Ist natürlich Currys in allen Schärfegraden, nicht? Klar, klar. Weil Sie vorhin gerade mit Peperonis gesagt haben. Ja. Von mild und ach, also das Essen in Sri Lanka ist fantastisch. Ich habe immer so viel über Sri Lanka gehört. Ich war nie da. Es ist eine wunderschöne Insel, schöne Menschen, liebenswürdige Menschen. Also toll. Ja, Sie kommen viel rum durch das Drehen. Ne? Ja. Aber Sie spielen auch in Deutschland viel Theater. Ja. Dann ist das natürlich nicht so, sagen wir mal, diese Städte sind dann nicht mehr so aufregend. Aber dafür ist der Abend aufregend, wenn man auf der Bühne steht. Ja, und Theater ist der Ursprung halt. Das ist halt doch zurück zu den Wurzeln. Ja. Ich kann mich übrigens sehr gut erinnern an Aufführungen, als ich noch Student war. Maria Becker in der Hauptrolle und Regie. Herr Freitag, waren Sie in Freiburg. Ich habe da studiert und dann war Gastspiel und dann haben wir uns angestellt, 3 Stunden, um dann einen Studentenplatz zu kriegen. Und so. Ach, herrlich, herrlich. Das waren tolle Aufführungen. Ein Stück Papier. Und im Sommer sind Sie viel auf einer Insel? Im Sommer sind alle Wassermenschen und Inselmenschen, sind wir auf unserer Insel, wir Zeit haben. Ja. Und wenn dann die ganze Familie zusammenkommt. Auch wieder die ganze Familie. Jetzt hat die Katharina gerade, meine Tochter, unsere Tochter, die ist Bildhauerin und hat eine Vernissage, hat eine Ausstellung auf der Insel. Toll. Und jetzt hoffen wir mal, hatte toi, toi, toi einen großen Erfolg. So, jetzt kommt das Ei da drüber, dass ich nur bei unserer Plauderei nichts vergesse. Ja. Kommt denn jetzt oben noch mal Schinken drauf? Nein, da kommen ein paar Butterflöckchen noch drauf. Ah, ja. So, das soll sich ein bisschen da. Was ist denn so Ihre Art zu kochen? Ist das mehr traditionell deutsch oder? Eigentlich in Richtung Italien. Ah, mediterran. Wie die meisten. Salate, Gemüse. Ich bin kein großer Fleischesser, aber ich bin keine Vegetarierin. Also Sie würden nur nicht selbst Fleisch kochen, aber wenn Sie irgendwo eingeladen sind und es gibt welches, dann essen Sie. Ja, natürlich. Ja. Ich kaufe auch mal Fleisch. Ja. Lammfleisch zum Beispiel wahnsinnig gerne. Eben. Und Fisch mögen Sie, ne? Fisch, natürlich. Ja. In jeder. Also da bin ich gemacht. So neugierig drauf. Da bin ich wahnsinnig drauf. Das ist ein Inselessen. Das ist ein Inselessen. Ja. Ja, mit frischem Fisch. Gut, jetzt kommen hier ein paar Butterflöckchen drauf. Ja. Dann nehme ich vielleicht ein kleines Messer und sowas, was vorne rund ist oder sowas, wo ich einen Fisch noch Ja. Das mache ich jetzt einfach so. Doch wieder etwas kleiner. Hoffentlich habe ich jetzt nichts vergessen, aber nee. Sonst hole ich das Buch. Naja, und wir gucken nach. Das habe ich jetzt lange nicht gemacht, aber es ist so simpel und schmeckt einfach wahnsinnig gut. Ich finde es auch so sehr originell. Das freut doch mich. Weil es ist ja nicht leicht, bei Bio noch was Neues zu kochen. Also es ist alles schon mal da gewesen. Fast alles. Viel, ja. Viel. Ich bin ein Riesenfan von der Sendung. Schön. Weil wenn man selber gerne kocht, ist man immer neugierig. Ja, das Schöne ist ja auch, die Rezepte der Gäste sind ja so total unterschiedlich. Nicht? Der eine macht also wirklich Brathering ganz traditionell, der andere was ganz exotisch Asiatisches und wieder jemand dann eben mal so was Schweizerisches, Originelles. So, das kann jetzt eigentlich. Also, es steht nichts mehr hier, also haben Sie auch alles reingetan? Es ist nichts mehr. Eben. Dann können wir es eigentlich reintun. Ja, ja. Der Rost, ja, das müsste sein. Ziemlich hoch oben, das ist gut. Muss man nur aufpassen. Nicht verbrennen, ja. So. Wunderbar. Ich schiebe sie ein bisschen nach hinten. Die Hitze. Vorsicht.
ist ja hinten besser. Besser. Ja, habe ich gerade erst gelesen. So. So, kocht Ihr Mann auch? Ja, die ganze Familie alle, kocht. Alle? Ja, ja, ja. Schwiegersohn? Ja, der Schwiegersohn hat ein italienisches Feinkostgeschäft und kocht. Da muss er ja. Wunderbar, kocht wunderbar. Das glaube ich. So. Und es wechselt sich bei uns Gott sei Dank sehr gut ab, wenn einer mal einfach keine Zeit hat oder noch. Aber es wird schon zu Hause so immer gekocht. Ja, ja. Aber meistens abends. Weil mittags nimmt sich jeder selber immer ein bisschen und wir sind das gewohnt, abends zu essen. Ich bin auch kein so großer Abendesser. Außerdem, wenn man so mediterran liebt, dann ist, dazu gehört ja eigentlich auch das Abendessen. Ja. Die Italiener, die Franzosen und so, alle essen und abends. In dem Klima geht es auch gar nicht anders und es bekommt einem auch. Ja. Gibt es ja jetzt so Anti-Aging-Theorien, dass man nach sechs nichts mehr essen darf und so ein Quatsch. Das ist der muss jeder selber für sich wissen, wie es einem bekommt, wie es schmeckt. Die sind noch hart. Die sind noch ein bisschen hart. Habe ich schon gesehen. Also ich bin neugierig darauf. Nee, das ist nichts. Und was für Teile vom Thunfisch sind das? Thunfisch Steak? Steak, ja. Ich mache einen Deckel drauf, wenn ich den finde. Ja. Ich glaube, dass das helfen wird. Dann garen die nämlich auch im Dampf. Mhm. Dann wird das. Und mache es noch ein bisschen höher. So. Dann stoßen wir doch einfach noch mal an. Genau. Zum Wohl. Das ist schon doll, wie sich auch in Deutschland diese italienische Küche. Speziell italienische, man spricht von der mediterranen, aber im Wesentlichen ist es meistens doch italienisch. Ja. Wie sich das durchgesetzt hat. Ja. Es ist aber auch leicht, einfach zu machen. Und es gibt, es ist so, die Bandbreite die ist so groß. Die französische ist viel komplizierter, wenn man was Gutes machen will. Ja. Mit diesen Soßen und immer. Ja. Und da die Pasta und alles, ob es Fisch ist, Salate, ob es. Ich mache zum Beispiel, sie sind keine große Fleischesserin, aber ich liebe Saltimbocca. Das macht man mit Kalbfleisch. Ist, ich mache es jetzt aber mit Hühnerfleisch, weil es so schwer ist, gutes Kalbfleisch zu finden. Aha, und das muss ich mal machen. Viel leichter gutes Hühnerfleisch. Mit Hühnerbrust. Hühnerbrust. Und die, wenn sie ein bisschen dick ist. Manchmal sind die halbieren. Weil das ist gut, wenn man es mit Kalbfleisch macht. Das ist ja auch mit dünnem. Das ist fantastisch. Und nur Pfeffer, natürlich kein Salz, weil der Schinken ja sehr gesalzen ist. Und das schöne Salbeiblatt drauf. Und dann einfach in ein Parmaschinken. Ja, ja. Und man muss nicht mal diesen berühmten Zahnstocher durchtun. Nee, nee, das sobald das in die Pfanne kommt, klebt das aneinander. Ja, ja. Das mache ich demnächst. Aber das mache ich auch demnächst. Fantastisch. Und so einfach und so schnell. Ich liebe Salbei. Ich bin so Salbei-Fan. Oh, herrlich. Salbei-Butter, Spargel oder so. Oder nur Spaß dann nur mit Butter und Salbei. Mm, genau. Na, jetzt hier. Nee, wie lange muss denn das drin bleiben? Wir haben jetzt nichts gestellt. Muss man da eine Uhr stellen? Na, ich gucke mal. Ich weiß nicht, wie der Ofen ist. Ja, das ist schon fast. Na bitte. Das kann noch eine halbe Minute vielleicht. Und dann aber dürfen wir es jetzt nicht. Ja. Das kann man schon fast. Sie sagen, ausmachen. Sie sind Wasserratten. Haben Sie auch ein Boot? Wir haben ein Boot, so ein Fischerboot. Wir sind dann über 30 Jahre Wasserski gefahren, wie die Weltmeister alle. Die ganze Familie. Und jetzt, vor 2-3 Jahren, haben wir gesagt, nur mal ein bisschen langsamer. Die alten Knochen sollen sich ausruhen. Und jetzt haben wir so ein Fischerboot. Und damit tuckern wir halt auch über die Insel und vor allen Dingen weg vom Ufer. Da kann man sich doch auch ein Picknick mitnehmen. Ja, Picknick mitnehmen. Ja? Und vor allen Dingen aber eben Sonnendach. Siehst du, jetzt werden die Kartoffeln gleich so weit sein. Und? Ein paar Sekunden noch. Dann machen wir es aus. Nehmen wir das schon mal hier weg. Dann braucht es sowieso eine Zeit lang, weil es ist sehr heiß. Ja, ich habe es gesehen. Gut stehen. Ja, ich denke, dass ich jetzt dann auch mein Thunfisch rein tue. Und der braucht ja dann auch nicht mehr sehr lang. Und dann sind wir so weit. Dann gucken wir mal, was wir zuerst essen. Also diese große Portion werden wir nicht schaffen. Das befürchte ich auch. Aber das macht nichts. Also das koche ich garantiert nach. Ja, das habe ich bei einer Freundin in Spanien. Sie ist keine Spanierin, aber... So, jetzt, wie macht man das Gerät aus? Auf Null? Ja, Null. Ganz simpel. Ja. Vorsicht beim Rausziehen. Jetzt können wir es ruhig aufmachen. Untersetzer brauche ich nicht. Nein, einfach auf das. Das ist perfekt hier. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Sehr heiß. Ja. So.
Sieht nicht schlecht aus. Geht jetzt ganz schnell. Stell das mal hier auf die Seite. So. Ja. Oh, das sieht schon heiß aus, aber gut. Gut, aber heiß. Aber das kann jetzt ruhig einen Moment. Wunderbar. Oder sollen wir das auf Teller tun? Nö, wir lassen es da. Das sieht schön aus. Ne? Ja. Das glaube ich auch. Es wird, ja. Inzwischen kann ich ein bisschen aufräumen hier, oder? Ja. Stell ich mal einfach da rein und die Eierschalen, kommen die hier rein oder ist da? Ja, ins Bioloch. Das ist das Bioloch. Das ist das berühmte Bioloch. Berühmte Bioloch. So, ich muss bei mir noch ein bisschen salzen und pfeffern. So, ich nehme den schwarzen Pfeffer. Das ist auch eine Sache, das ist auch in den letzten Jahren eigentlich erst so richtig aufgekommen, dass man so viel pfeffert. Und aus dem Ich kenne fast niemanden. Also ein Restaurant, wo es keine Pfeffermühle gibt, möchte ich eigentlich am liebsten gleich wieder weg. Von der Bekanntenliste streichen sofort. Ja. Aber und früher hat man ja immer gedacht, Pfeffer, das ist so scharf. Das geht gar nicht um Schärfe, sondern das erhöht den Eigengeschmack. Den frischen Pfeffer. Und der Unterschied auch von schwarzem Pfeffer zu weißem Pfeffer. Ist der groß? Oh ja. Ja? Oh ja. Schon. Ja, es braucht noch einen Augenblick. Kartoffeln. Oh, ist aber doch ein bisschen scharf geworden. Ja, aber schön, also gut. Das wundert mich nicht nach der Menge von den Peperonis. Aber ist gut, ich glaube, es ist okay. Ich hoffe, es ist nicht zu scharf für Sie. Na ja, schauen wir mal. Ich bin ja jetzt nach Sri Lanka einiges gewohnt. Ich wollte gerade sagen. Da gibt es ja Curries also in allen Variationen, von mild bis... Auch milde, wunderbar. Das geht nicht mehr. Sie leben in München oder bei München? Ja. Aber geboren sind Sie, glaube ich? In Berlin. Berlin, ja. Auch Berlin aufgewachsen? Geboren, aufgewachsen, aber dreimal ausgebombt und dann... Naja, das ist eine lange Geschichte. Im Innern mehr Berlinerin oder mehr Bayerin? Ach, ich, Kosmopolitin, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gern in Bayern, aber wir sind ja auch so eigentlich so wenig da. Wir sind auch dauernd unterwegs. Wir sind dauernd unterwegs und solange es geht und also, sehr gut. Ich glaube, Bayern ist toll auch vom Freizeitwert her. Ja. Und wenn man eben woanders arbeitet und dann dahin kommt, eigentlich um zu genießen, dann ist es eigentlich perfekt. Ja. Oder wenn wir dann wieder in die Schweiz kommen, ist es auch herrlich. Ich meine, wir haben ja, nachdem wir geheiratet haben, 4 Jahre oder so außerhalb von Zürich gewohnt. Aber Ihr Mann ist auch Schweizer, ne? Mein Mann ist ein wienerischer Schweizer. Ein wienerischer Schweizer. Eine Wiener Mutter und einen schweizerisch-amerikanischen Vater. Oh, also das ist eine wilde Mischung. Eine wilde Mischung, ja. Ja. So, ich hole mal schnell die Teller und dann... Was macht Ihr Toast? Ist der noch... Der ist heiß. So heiß, ich glaube, da kann gar nichts passieren. Das können wir ruhig. Sollen wir zuerst dann essen wir zuerst, glaube ich, den Fisch. Den Fisch hier. Toll. Ich weiß nicht, ob ich genug gesalzen habe, aber nachsalzen ist ja besser als zu versalzen, genau. Die Farben, das ist jetzt so schön orange auch alles. Nicht? Toll. Schön, ich glaube, das reicht. Okay. Sehr mediterran, ne? So. Bisschen Soße. Wunderbar. Na. Tja. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt der große Moment. Wo der Frosch ins Wasser springt. Auch heiß. Und wie? Ich bin ja so empfindlich. Aber der Fisch ist schön durch, noch nicht zu sehr. Das Schöne ist, dass der Fisch nimmt den Geschmack von dem Gemüse an. Also unglaublich. Ich habe Thunfisch schon öfters probiert zu machen, wie man ihn auch in Italien, also oder auch in Spanien bekommt, mit so einer Tomatensoße und Zwiebeln.
Aber er ist mir nie so gut gelungen, wie, also hier bin ich sehr neugierig. Das schmeckt mir viel besser. Schön. Toll. Man darf ihn nicht zu lang drin lassen. Ein tolles, dann wird er hart. Ja, das ist, aber jetzt Gericht. Ist er genau richtig, ne? Mit den, man kann natürlich auch viel mehr Gemüse machen. Oder nein, wie man findest die Mischung perfekt. Ich würde das nicht anders machen. Toll. Die Farben sind schon so animierend. Köstlich. Heiß, aber köstlich. Ist nicht so scharf. Ich finde es überhaupt nicht so scharf. Ich auch nicht. Ist genau und richtig. Und auch gut gesalzen. Ne? Jetzt müssen wir ran an den Toast, an den Parsley, Tellerli. Was wo ist jetzt der zweite? Da, direkt nebeneinander. Nee. Ach so. Dieser hier. Hier, ich habe ihn entführt. Finger nicht verbrennen. Ja. So, der sieht noch schöner aus. Den kriegt der liebe Bio. Ich bring mir trotzdem mal ja. Einen kleinen Teller. Wenn es zu heiß ist, dann mit dem Löffel oder dem Messer sich was. Das riecht schön. Georgie. Wir denken an dich. Schön ganz weich durch den Wein, ja. Ne? Ich glaube, das geht schon. Doch auch so simpel, ja? Aber also das hätte ich nicht gedacht. Nee? Uiuiuiui. Ja. Toll! Dass da so ein normales Brot drin ist. Das freut mich. Das da muss man anstoßen. Jawohl, ganz toll. Zum Frühstück auch mal. Ganz schön. Ja. Lunch, kleines Lunch. Ja.